Hi Leute, ich bin's wieder, JB. Und in diesem Video möchte ich euch nochmal ein bisschen was erzählen zur Nature Cleanup Aktion und euch 5 Tipps geben, wie ihr draußen Müll sammeln geht und auch, warum es wichtig ist, dass ihr mitmacht, selbst wenn ihr nicht Müll sammeln geht. Also bleibt dran. Ja, zunächst möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken bei so vielen Leuten, die bei der Nature Cleanup Challenge mitgemacht haben. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte ja letztes Jahr, so im November, glaube ich, war es, ein Video gestartet. Da war ich auch hier am Rhein, saß hier, wollte ein Intro-Video drehen für meinen Kanal. Und da sah es so aus, wie es jetzt hier aussieht. Leider alles voll Müll. Und dann habe ich mich erinnert, dass der Max Green kurz zuvor auch auf seinem Kanal einen Aufruf gemacht hatte, rauszugehen und den Müll aus der Natur zu entfernen. Und dann dachte ich mir, hey, das ist genau die Idee, ich mache so eine Challenge und habe halt dazu aufgerufen, dass YouTuber oder auch andere Leute einfach Müll sammeln gehen, Fotos machen, Videos machen und das auf den sozialen Medien posten, um einfach auch Bewusstsein dafür zu schaffen und darauf aufmerksam zu machen. Ich verlinke nochmal das Video oben hier, das erste Video, was der Start der Aktion war. Und ja, das war ein Riesenerfolg. Ich habe mittlerweile fast 40 Videoantworten bekommen. Wow, Leute, das ist wirklich ein Hammer. Ich bin total überwältigt und möchte echt ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle sagen, an alle senden hiermit, die da mitgemacht haben. Auch an viele weitere, die Fotos gemacht haben, die ihr Infos gepostet haben. In unserer Facebook-Gruppe gibt es auch rege Beteiligung. Es ist einfach wahnsinnig schön, finde ich, für mich zu sehen, wie viele Leute doch irgendwie wirklich motiviert sind und auch was verändern wollen und das auch tun. Ich habe früher oft gedacht, so, ah, das bringt eh nichts. Du brauchst eigentlich gar nicht anfangen, weil es liegt sowieso morgen alles wieder voll und es macht ja auch keiner mit. Und genau das stimmt eben nicht. Es machen nämlich wohl Leute mit. Und das finde ich für mich eine sehr schöne Erfahrung, einfach zu sehen, was ich damit losgetreten habe. Wobei es da auch gar nicht so sehr um mich geht. Also die Aktion selber ist ja jetzt nicht so spektakuläre Innovationsidee. Es gibt ja auch viele andere Aktionen, die das schon lange machen. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Ja, und all diese Dinge entdecke ich jetzt gerade halt durch diese Aktion und merke einfach, es gibt sehr viele Leute, die irgendwie positive Dinge anpacken, die wirklich was verändern. Und man ist eben nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Das ist schön zu sehen. Und ja, Dankeschön einfach dafür. So, jetzt haben wir am Sonntag ja diesen Nature Cleanup Tag am 5. Juni. Da ist Tag der Umwelt und der Max Green und ich, den ich inzwischen auch mal besucht habe, natürlich in Berlin, was einfach auch eine schöne Sache ist, dass wir uns da zusammen gefunden haben, um das Ganze nochmal so richtig Schub zu geben. Ja, wir haben uns ja dieses Video gemacht, wo wir aufrufen, am Tag der Umwelt herauszugehen, Müll zu sammeln. Und genau das wird jetzt nächste Woche Sonntag der Fall sein. Und diesen Videoaufruf, den ich auch über Facebook als Video geteilt habe, der hat sich zigtausendmal geteilt. Ganz, ganz viel positives Feedback habe ich bekommen. Ich bin wirklich super überwältigt davon und bin total gespannt, was jetzt so am Sonntag stattfindet, wie viele Leute rausgehen, was da so für Videos und Fotos im Netz auftauchen. Und zu diesem Tag und zu diesem Event möchte ich euch gerne nochmal 5 Tipps geben. Schaut es euch an und auch wenn ihr nicht Zeit habt rauszugehen oder aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht mitmachen wollt, brauchen wir euch trotzdem. Ihr seid genauso wichtig und könnt uns helfen, allen helfen. Und das erfahrt ihr im Tipp Nummer 5. Und danach sage ich auch noch ein paar Infos hier zu der Aktion hier in Köln, wo ich auch mitmachen werde. Und los geht's erstmal mit Tipp Nummer 1. Ja, mein Tipp Nummer 1 ist, fang einfach an. Mach das Ganze nicht so kompliziert. Wir sind ja oft, neigen oft dazu, die Dinge vorauszuplanen, jegliche Eventualitäten abzuwägen, alle Risiken, alle Gefahren. Alles muss genau durchgeplant sein. Und bevor wir überhaupt anfangen, und oft führt das dazu, dass wir dann gar nicht mehr ins Handeln kommen, weil uns das plötzlich überfordert oder weil wir so viel Zeit schon verbracht haben mit der Vorbereitung. Und mein Tipp ist deswegen, fangt einfach an. Es ist vollkommen egal, wie viele Mengen ihr einsammelt an Müll. Es reicht ja völlig, wenn ihr eine Dose aufhebt, eine Zigarettenschachtel, eine leere Plastikflasche. Macht davon ein Foto, postet es bei Facebook oder macht dann ein kleines Video von. Vollkommen egal, es geht wirklich um diese Botschaft. Und niemand von uns muss oder kann die Welt alleine retten. Es ist viel wichtiger, irgendeine Kleinigkeit zu tun, als gar nichts zu tun. Wenn ihr natürlich große Aktionen plant und irgendwie richtig Leute organisiert, umso besser, wow, Daumen hoch, finde ich natürlich großartig. Aber jeder muss das so machen, wie es für ihn passt. Deswegen macht es euch nicht so kompliziert, fangt einfach an. Mein Tipp Nummer 2 ist, übernehmt Selbstverantwortung. Damit will ich sagen, erstmal natürlich, schau, dass du dich nicht irgendwie verletzt oder so. Müll ist natürlich unter Umständen, da gibt es natürlich unter Umständen Verletzungsgefahr, Scherben, scharfkantige Dosen. Auch hygienisch ist das natürlich nicht immer gerade so einwandfrei. Insofern gebe ich dir den Tipp, nimm Gummihandschuhe mit. Wenn du keine Gummihandschuhe zur
zur Hand hast und vielleicht vergessen hast oder generell unterwegs bist und willst mal Müll sammeln, ist auch ein guter Tipp, wenn du Mülltüten dabei hast, einfach die Mülltüte als Handschuh zu benutzen. Also eine Mülltüte quasi als Handschuh. Und ja, sei einfach vorsichtig, wenn du irgendwo Sachen findest, wo du nicht weißt, was es ist. Riesige Fässer oder irgendwie Dosen mit Lösungsmitteln, keine Ahnung. Irgendwas, wo du unsicher bist, ob das nicht vielleicht giftig ist, ob das in irgendeiner Form gefährlich ist. Oder auch, wenn es zu groß ist, du kannst es gar nicht mitnehmen. Mach dir keinen Stress damit, lass es liegen. Du kannst zum Beispiel dann die örtlichen Müllbehörden informieren, dass du da Müll gesehen hast, dass das da liegt. So, und dann einfach Bescheid sagen. Ansonsten... schau, dass du sicher bist beim Müllsammeln, dass du selbst die Verantwortung trägst dafür. Mach niemanden dafür verantwortlich, wenn irgendwas nicht klappt, wenn du es nicht schaffst, alles sauber zu machen. Das ist egal. Mach so, wie du es für dich kannst und steh dazu, übernimm die Verantwortung dafür. Und mein dritter Tipp, mach es nur, wenn es dir Freude macht. Ganz ehrlich, meine Einstellung ist, es bringt mir nichts, wenn ich rausgehe mit Wut, mit Groll und dann rumrenne und die ganze Zeit fluche auf die bösen, bösen, fiesen Leute, die den ganzen Müll hier wegwerfen. Ich gebe es zu, ich ärgere mich auch sehr oft über all diesen Müll. Aber ich habe einen großen Vorteil. Ich war selber früher auch ein Idiot und ein Arschloch. Zumindest zeitweise. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Als ich jünger war, habe ich auch nicht immer alles richtig gemacht. Ich habe auch oft irgendwo gesoffen, gefeiert, auch draußen. Und dann war es mir einfach scheißegal. Ich habe daraus gelernt, man kann sich verändern. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch verzeihen. Ich habe es damals einfach nicht besser gewusst oder habe nicht drauf geachtet. Heute bin ich froh, dass ich gelernt habe, die Natur anders zu genießen. Und insofern kann ich auch, es ist nicht einfach, aber ich glaube, es gelingt mir ganz gut, das dann auch loszulassen und nicht irgendwie mit Wut und Groll rumzurennen aufgrund dieser schrecklichen Situation, die wirklich oft schrecklich ist in der Natur. Also meine Botschaft Nummer 3, mach es nur, wenn es dir wirklich Freude macht. Denn das Ziel sollte sein, Freude zu haben. Das ist zumindest für mich das Ziel. Ich möchte in der Natur sitzen und die Natur genießen. Und deswegen räume ich vorher auch den Müll weg, wenn es mich stört. Und danach kann ich mich freuen, dass es schön sauber ist. Und der Tipp Nummer 4, entsorge den Müll fachgerecht. Du kannst den Müll mitnehmen und zu Hause zum Beispiel in die verschiedenen Wertstofftonnen sortieren. Wenn du nur kleine Mengen hast, wirfst einfach in den Mülleimer auf, in den nächsten, den du findest. Wenn du richtig große Aktionen planst, mit mehreren Leuten vielleicht, dann ist es unter Umständen sinnvoll, vorher bei der zuständigen Müllbehörde anzufragen, wie man den Müll fachgerecht entsorgen kann. Da kriegt man vielleicht oft auch so Mülltüten dann zur Verfügung gestellt und gesagt, wo man es hinbringen kann. Ansonsten macht das Ganze ja nur irgendwie halb so viel Sinn. Deswegen lass die Müllsäcke auch nicht irgendwo einfach dann stehen oder liegen. Oft kommen dann auch Tiere und reißen sie wieder auf. Das war Tipp Nummer 4, fachgerechte Entsorgung. So, mein fünfter Tipp, der lautet, nutze die Kraft des Internet und der sozialen Medien. Und der Tipp geht an euch alle, auch an die, die gar nicht Zeit haben oder aus irgendwelchen Gründen nicht raus können. Ein wesentlicher Teil dieser Aktion besteht ja darin, Fotos zu machen, Videos zu machen von diesen Aktionen, diese zu teilen über Facebook, über YouTube, denn dadurch wird Aufmerksamkeit generiert. Und auch die Leute, die vielleicht bisher nicht so drüber nachgedacht haben, die es vielleicht bisher nicht so beachtet haben, auch die stolpern immer mal wieder über so ein Video, über so ein Bild, über so einen Post. Und dann beim nächsten Mal, wenn die draußen sind, werden die auch irgendwie kurz mal überlegen. Und dann ist schon dieser Impuls gesetzt, dass man nicht sofort irgendwie den Müll wegwerft. Und deswegen teilt die Videos, macht Videos, teilt es über Facebook. Und wenn ihr nicht mitmachen könnt, teilt die Videos, die andere machen, auch weiter, beziehungsweise kommentiert sie, liked sie. Das ist sehr wichtig, denn bei Facebook zum Beispiel und auch bei YouTube funktioniert es natürlich so, je mehr Kommentare ein Beitrag bekommt, desto wichtiger wird er von Facebook bewertet, von dem Algorithmus. Und desto öfter wird er auch bei anderen in dem Newsstream angezeigt und oder bei YouTube in der Suche weiter oben angezeigt. Deswegen kommentiert die Videos. Und die Fotos, die andere gemacht haben, like die, Daumen hoch, kommentieren. Damit wird die ganze Aktion nochmal stark beschleunigt und da ist jeder gefragt. Ja, und damit das Ganze auch gut auffindbar ist und vernetzt werden kann, die ganzen Beiträge, haben wir ja diesen Tag Nature Cleanup, Hashtag Nature Cleanup, dazu definiert. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel auf so einen Tag klickt bei Facebook in den Posts, wenn man das schreibt, dann wird er ja immer automatisch blau, also verlinkt. Und auch bei YouTube in den Kommentaren. Und wenn ihr auf so einen verlinkten Hashtag klickt, dann findet ihr alle Beiträge bei Facebook oder auch bei YouTube, die auch mit diesem Hashtag markiert sind. Und dadurch hat man halt eine sehr schöne Übersicht, was gibt es schon alles für Videos, für Fotos, für Beiträge zu dieser Nature Cleanup Aktion. Deswegen klickt ruhig mal auf diese Hashtags drauf und dann seht ihr viele weitere Videos, viele weitere Posts und dann kommentiert die ruhig, like die, wenn das möglich ist. Und dadurch beschleunigt ihr die ganze Geschichte nochmal mit. Ich verlinke auch unter dem Video den Hashtag nochmal zu verschiedenen Plattformen. Da sind nochmal Links, wo ihr dann ganz einfach auch alle Beiträge finden könnt, die zu dem Thema schon gemacht wurden.
Macht mit, Leute, verteilt die Power gemeinsam mit uns. Ja, das waren soweit meine Tipps. Leute, ich möchte mal betonen, Nature Cleanup geht natürlich immer. Diese Aktion am 5. Juni ist eine schöne Sache, weil auch der Tag der Weltumwelttag ist. Und natürlich ist es toll, wenn alle Leute irgendwie zusammen mal rausgehen. Das gibt nochmal so einen Motivationsschub durch diese Gemeinschaft, durch diese Kraft der Gemeinsamkeit. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass es danach zu Ende ist, leider. Denn solange ihr Müll in der Natur findet, kann er natürlich auch beseitigt werden. Also nehmt euch immer eine Mülltüte mit, wenn ihr wandern geht, wenn ihr rausgeht, beim Spazieren. Das kann nie schaden. Ja, und haltet die Aktion am Leben. Dann noch ein paar Infos zum Kölner Raum. Ich persönlich werde mich der Aktion Kölsch gegen Müll anschließen. Das ist auch eine richtig klasse Aktion, die der Lukas Hoffmann schon vor ein paar Wochen ins Leben gerufen hat. Auch wieder ein Beispiel, dass einfach andere Leute auch geniale Ideen haben. Der hat nämlich sich einen Sponsor gesucht, und zwar Gaffel Kölsch. Und hat diese Aktion gestartet, hat einen Stand im Rheinpark aufgebaut und hat da Müllsäcke verteilt. Und wenn man einen vollen Müllsack wieder abgibt, bekommt man dafür Kölsch oder Fassbrause. Tolle Idee. Und an dem Wochenende jetzt, an unserem Nature Cleanup Wochenende, wird es dazu auch wieder eine Aktion geben. Einmal schon am Samstag, am 4. Juni, auf den Pollerwiesen. Da treffen wir uns an der Brücke, diese alte Südbrücke, die alte Eisenbahnbrücke. Und das findet von 13 bis 16 Uhr statt. Und am Sonntag, an unserem Nature Cleanup Tag, gibt es ein After-Hour-Müllsammeln im Nielerhafen. Kurz vor der Brücke, da in der letzten Bucht, werden wir uns treffen, auch um 1 Uhr. Und da gibt es dann richtig schön Party und natürlich wieder Nature Cleanup, Müll sammeln. Ja, wenn ihr hier in der Nähe aus Köln kommt, seid dabei, kommt vorbei, macht mit. Und wenn ihr aus Berlin seid, dann empfehle ich euch natürlich an der Aktion von Max Green teilzunehmen. Der hat auch heute, jetzt zeitgleich hier mit mir, wieder ein Video auf seinem Kanal gestartet, wo er auf seine Aktion auch nochmal hinweist in Berlin. Leute, seid dabei, wo auch immer ihr seid. Wir freuen uns auf jeden, der mitmacht, der ein Video irgendwo hochlädt oder ein Foto. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein besonderer Tag. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Interesse, für eure Aufmerksamkeit, für all diese Power, für all diese schöne gemeinsame Kraft, die sich daraus entwickelt hat. Und ich wünsche euch und uns allen einfach einen schönen Tag und haltet die Natur sauber. Tschüss! Es gibt übrigens auch so Öko-Müllbeutel, die sind aus 95% Recyclingmaterial und sind vollständig recyclingfähig und verbrennen rückstandsfrei. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Ciao! I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its dream. We hold it. Leute, haltet unsere Natur sauber. Ciao. I have a dream that one day on the red shore, some to form a slave and some to form a slaver will make me able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day.